Es ist vorbei mit der Stille am See. In Ascona ist die deutsche Mannschaft nicht mehr die einzige Attraktion. Tausende Biker haben den Ort übernommen, beim größten Harley-Davidson-Treffen der Schweiz. Viel Leder und Chrom auf zwei Rädern. Angesichts so großer Konkurrenz auf der Straße lassen sich die DFB-Kicker lieber zum Training chauffieren, anstatt wie üblich aufs Fahrrad zu steigen. Auf dem Platz gilt die volle Konzentration dem Spiel gegen die Slowakei. Ein echter Härtetest, wie Bundestrainer Joachim Löw betont. Wir haben eine gute Qualifikation gespielt, ich glaube 7 Siege. Dann haben sie gegen Spanien gewonnen. Also das ist eine Mannschaft, die ja so ein bisschen ähnlich spielt wie Ukraine, wie Polen. Ukraine und Polen sind die ersten beiden Gegner für die DFB-Elf bei der Europameisterschaft. Doch die EM-Startelf wird in Augsburg nicht auflaufen. Löw will testen, vor allem die Newcomer. Leroy Sané, Joshua Kimmich, Julian Brandt und Julian Weigel dürfen mindestens eine Halbzeit spielen. Ich habe schon mit dem einen oder anderen jetzt schon mal vorab gesprochen. Ich möchte jetzt auch nicht da einen zu großen Druck aufbauen, sondern sie sollen natürlich auch bei aller Anspannung, die es gibt beim Länderspiel, irgendwie auch die Lockerheit nicht verlieren. Ja. Und sie dürfen natürlich auch Fehler machen. Alles entscheidend wird es nicht sein. Insgesamt 7 Spieler bleiben in der Schweiz und dürfen sich schonen. 5 Weltmeister sowie Marco Reus und Karim Bellarabi. Ob sie allerdings in Ascona die nötige Ruhe finden? Die vielen gut gelaunten Besucher werden wohl keine Rücksicht nehmen.